Ein richtiges Fundament gibt Sicherheit. Habt ihr schon mal ein Haus gebaut? Bestimmt kennt ihr den Start. Eine Baugrube wird ausgebaggert und dann das Fundament gegossen. Zuerst wird natürlich noch eine Schicht Schotter hineingekippt und festgerüttelt. Dann kommt die Verschalung und später der Betonmischer mit flüssigem Beton. Wenn das Haus steht, soll das Fundament halten. Genauso ist es in Spanien. Mein Vater hatte dort an deutschsprachige Ferienhäuser verkauft. Es gab Firmen, die ihre Bauten illegal hochzogen. Eine baute ihre Ferienhäuser sogar in die trockenen Flussbette hinein. Die Nationalstraße wurde vom Staat sorgfältig über diese Flussbette gebaut. Im Frühjahr und im Herbst kamen dann starke Regen. Dann kamen natürlich die Wassermassen aus den Bergen und die haben dann Holz und vieles mitgeschwemmt. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, was mit dem Flussbett geschah. Es wurde ein reißender Strom und die Ferienhäuser wurden ins Meer gespült. Jesus war damals mit seinen Jüngern unterwegs. Er wollte den Menschen auch ein festes Fundament geben. Im Matthäusevangelium beschreibt er den Unterschied zwischen einem festen und einem wackeligen Fundament. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Wer sich auf Jesus einlässt, bekommt ein sinnvolles und hochwertiges Leben geschenkt. Jesus selbst begleitet seine Nachfolger und geht mit ihnen ehrlich um. Da gibt es keine Vertragsklauseln in Kleinschrift. Und Jesus geht alle Tiefen und Höhen eines Menschenlebens mit. Materielle Dinge vergehen und werden wie das Haus auf dem Sand weggespült. Der Draht zu Jesus bleibt aber für alle Ewigkeit bestehen. Jesus selbst ist der Herr, unser Fels. Wenn dann Lebensstürme kommen, können wir uns in seine Hände begeben. Daher bauen wir auf Fels, einem sicheren Fundament. Jesus bietet uns dies zu jeder Zeit an.